Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Karte Hauptfach V1 im Singleplayer am heutigen Montag. Jo, wir machen weiter hier. Wir haben ja im letzten Part noch eine Mission angenommen. Einmal eine Runde Striegeln auf drei Feldern. Und ja, wir werden jetzt eben mit dem T6, der auch gemietet ist und der Striegel natürlich auch, dorthin fahren. Und gleich mal dort anfangen, das Feld zu striegeln. Beziehungsweise wir werden das machen lassen, denn wir müssen die Sämaschine noch auffüllen von dem Baumwollanseher. Und deswegen, da müssen wir auf jeden Fall gleich mal gucken, dass der weitermachen kann. Und deswegen, das werden wir gleich mal machen. Jo, der Drescher auf Mission Feld 100 ist auch unterwegs. Der erntet gerade die Gerste, glaube ich, was da steht. Oder der Hafer. Und ja, der Drescher von unseren eigenen Sojabohnen ist noch unterwegs. Der läuft auch. Ja, eigentlich sind alle Fahrzeuge soweit unterwegs. Wir müssen gleich mal noch gucken. Die Spritze ist unterwegs mit dem T6. Der ist, glaube ich, jetzt schon angekommen unten bei der Raiffeisen Otterbach. Der sollte ja auffüllen. Da werden wir dann gleich weitermachen. Oder ihn auffüllen und zurückfahren lassen. Und ja, sonst läuft es eigentlich. Jo, großen Striegel haben wir ja dran. Das sollte dann auch relativ flott gehen, die Felder, hoffe ich jetzt zumindest einfach mal. So groß sind die Felder doch nicht, oder ja, sie sind doch schon ein bisschen groß, aber ich denke mal, mit großer Arbeitsbreite sollte sich das machen lassen. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt. Kann sein, dass der nur mit 11 km/h fährt. Wäre schade, aber ja, kann man noch nicht ändern. Genau, hier einmal bei der BGA. Das einmal hier machen. Genau. Kann man den mal hier. Zack, zack. Gut, dann brauchen wir hier einen Kurs. Das ist die 151 mit Vorgewende. Ja, machen wir 2 Bahnen, scharf. 15 Meter haben wir. Kommt das damit hin? Ja, müssen wir mal gucken. Sollte normalerweise passen, aber bin ich mir mal noch nicht so sicher. So. Naja, 12 km/h. Okay, gut. Dann kann er da schon mal loslegen. Ich denke mal, das dauert jetzt noch ein bisschen. Ja, eine Stunde ist angegeben für das Feld. Ja gut, da kann er da mal ein bisschen auf und abfahren. Oh, der Kollege muss abgetankt werden. Dann machen wir das eben noch schnell. So, kann das da weitergehen? Dauerhaft. Müssen gleich mal gucken, wo wir die Sojabohnen noch hin verkaufen. Ich denke, vielleicht zur Brauerei Heberlein. Vielleicht passt das hier oben gleich. Dann brauchen wir gar nicht so weit fahren. Zur Not zur Raiffeisen Otterbach. Der ist aber auch hier gleich da. So, Kollege, fahren wir dein Rohr aus. Bleibst da stehen. Dankeschön. Cool. Nein. Ich weiß gar nicht, war das hier? Nee, okay. Gut. Dann war das doch hier. Schon lange nicht mehr hier unten gewesen. Anders. Abdeckung. Ach, Abdeckung öffnen. Ja. Gut. Ah, hier war das. Einmal voll machen. Dankeschön. Und du kannst zurück. 1300 Euro weniger. Naja. Gut. Dann geht's hier los. Fahren wir hier mal noch mal eine Runde. Wie viel hatten der jetzt eigentlich geschafft? Oh, geht sogar. Geht sogar. Ist doch relativ weit gekommen. Machen wir nochmal voll. Vielleicht reicht das sogar für den Missionsabschluss. Müssen wir mal gucken. So. Müssen wir mal gucken, was wir heute noch fertig kriegen. Ich weiß gar nicht,
ob ich gleich das Dreschen selber weitermache oder das Korn abfahre. Müssen wir mal gucken, was ich dann gleich mache. Wohl, wir könnten eigentlich ansehen, düngen könnte man bald wieder, sobald das Feld fertig ist. Sonst bin ich gerade am Überlegen. Tam 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 tam. Was könnte man machen? Müssen wir gleich nochmal durchtappen. Müssen wir mal dich fahren. Du bist hier. Ach, sind doch Sojabohnen. Okay, ja gut. Sojabohnen gibt ja nicht ganz so viel ab. Dann gibt das einen Anhänger. Reifeisen Otterbach. Okay, cool. Gut, dann fahren wir da auf jeden Fall hin. Du machst das. Das ist schön. Du fährst hier ganz gemütlich lang. Okay, direkt an der Map-Grenze. Jo, du bist auch hier zugange. Oh, voll. Gut, dann fahren wir die mal eben weg. Sind die nämlich auch schon mal verkauft. Zumindest ein Schwung. Da kommt der Klaas angeprescht. Ich hoffe, der Dings kommt auch bald an, die Spritze, dass wir da weitermachen können. Der könnte eigentlich Saatgut gleich nochmal mitbringen, eine Runde. Wäre eigentlich keine so schlechte Idee, 1700 Liter, jetzt 1000 nur noch. Könnte der eigentlich wohl machen. So, wo ist der Kollege denn? Talalalalalalala. Dankeschön. Machen wir den eben selber per Hand zum Feld. Dann kann der da nämlich schon anfangen. Ist ein bisschen besser jetzt, dass der ja zuerst anfängt, bevor wir da runter eiern wieder. Bei der Mission haben wir Zeit hier. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass das Unkraut weggeht. Das ist ja alles unser Geld, was dadurch verloren geht. Mal gucken, ob wir noch Gras gemäht kriegen an dem heutigen Tage oder ob das eher ja, Wunschdenken ist und die nächsten Tage erst kommt. Ja gut, wir müssen eigentlich hier noch erst warten, bis der fertig gewachsen ist. Ja gut, also dann warten wir eben noch. Ich dachte eigentlich, der hat das fertig gewachsen schon, das Feld. Aber gut, dann warten wir da noch. Gut, dann düsen wir da runter wieder. Gucken, wann sich der eine Drescher mal meldet von dem Missionsfeld. Ich denke mal, da einmal ausleeren müssen wir. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, mal gucken. Sollte auf jeden Fall gut Kohle kriegen, geben. Das Ganze, die Mission, das was übrig bleibt, sollte eigentlich auch noch ein bisschen was für uns sein. Dann können wir die ganze Maschinerie gleich wieder zurückgeben, wenn das abgeschlossen ist. Guck, dann haben wir eigentlich nur noch das Striegeln offen. Das kriegen wir, denke ich, zum Richtung Ende des Tages auch hin. Zur Not machen wir das am nächsten Tag weiter. Und zur Not lasse ich den auch über Nacht mal ein bisschen fahren, dass der es einfach ein bisschen weiter geht. Ich denke, am nächsten Tag können wir auf jeden Fall 126 bestellen.
Vielleicht machen wir das auch jetzt mal. Mal gucken, je nachdem wie lang es hell ist auch. Wohl. Ja, sollten wir noch hinkriegen. Dann bestellen wir das auf jeden Fall, dass das dann wachsen kann während dem Spulen. Da haben wir nur noch die Sonnenblumen da unten. Ja, und dann können wir den ersten Mohn schon ernten vielleicht. Da bin ich echt gespannt mal. Wann wir da den ersten Mohn auf jeden Fall ernten können und wie das so vonstatten läuft. Was sagt denn der Mohnpreis zurzeit? 1,5, oh ja, ist nicht schlecht. Also mal gucken, ob der Ertrag so wenig ist wie bei den Sojabohnen oder ob der ein bisschen mehr ist, müssen wir mal gucken. Ich habe mit Mohn noch nie was zu tun gehabt, da bin ich echt mal gespannt drauf. So, wo hat denn der Kollege aufgehört? Da hinten. Boah, ist schon noch ein bisschen, aber sollte wohl hinkriegen. Vielleicht kriegt er das auch in dem Tag hin. Mal gucken. Oh, jo. Der Kollege. Ach. Jo, dann musst du leider warten. Jawohl, wir können hier auch lang fahren. Fuck. Das war jetzt eigene Dummheit. Na gut, dann lassen wir den eben zur Reifeisen unter Schäffer runterbügeln. Die Gerste eben verkaufen. Das war ja das Zeug von der 95 noch. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ärgere ich mich gerade selber jetzt. Na gut, dann fahren wir das eben weg. Weil das hätte schon längst passieren können. Ja, aber hier hinten rum, das kennen wir ja auf jeden Fall auch von Spottetopfach. Da fahren wir ja auch immer längs zu einem lieben Bauern Bär. Der hat hier hinten ja seine schönen Felder. Aber der Starrer ist echt ein schöner Schlepper. Also, den hatten wir ja schon mal für eine Mission und 180 PS. Nicht schlecht. Vielleicht einen Gang schneller könnte er laufen. Vielleicht 50 wären ja nicht so schlecht. Keine Ahnung, das Fahren von dem kommt mir teilweise so vor, als wäre er irgendwie gedrosselt worden. So 42 und weiter geht's nicht. Irgendwie, er könnte auch mehr. Irgendwie so kommt das mir teilweise vor. So irgendwie, ja, so ein paar km/h. Ich müsste mal gucken im Internet, ob der eigentlich schneller läuft. Gucke mal nebenbei. So. Stara ST Max 180. So. Ja gut, dann gucken wir mal. Traktor mit bla. Ich will ja eigentlich nur so schnell der läuft. Ja, 180 PS, Automatikgetriebe. Bam, 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 bam. Mehr nicht. Schade. Da steht jetzt nichts dabei, wie schnell der läuft. Mal hier gucken noch. Kannst hier losdüsen. Ja, finden wir hier wohl irgendwo, wie schnell der ist. Vielleicht bei Starra selber auf der Seite. Mal gucken, ob ich da was verstehe von. Fotos. Nee, steht nicht so wirklich.
Nee, finde ich jetzt gerade nicht. Schade. Ich werde mich da mal erkundigen. Ich interessiert mich selber, wie schnell der eigentlich läuft. Jo. Solange der hier steht, können wir... So, gib mal ab. Dass wir da noch mal ein bisschen was... Ah! Ja, okay. Jo, okay. Ja. Wir haben jetzt gerade die Mission abgegeben. Die Mission ist sozusagen abgeschlossen. Aber gut, wir machen die Mission noch fertig. Dann geben wir halt das da ab. Fertig. Jo, du bist noch nicht gewachsen. Ja, du wartest noch. Du fährst. Ja, du kannst nicht. Ja gut. Tut mir leid. Gerade ist kein Kollege da. Bah, kennt ihr. Na gut. Dann bleiben wir eben bei dem hier. Ich könnte mir gerade wirklich einen Arsch beißen. Aber gut. Ja. Der LKW ist gleich wieder da. Das passt. Aber mit der Geschichte hier könnte ich mir echt in den Arsch beißen. Naja gut. Nächstes Mal dran denken, dass da noch was drin war. Ich habe da wirklich nicht mehr dran gedacht, dass hier noch was drinnen ist. Ah, bis Raiffeisen Otterbach fahre ich mit dem Zeug auf jeden Fall nicht. Dann geben wir das hier eben ab. Soll ein paar Euro geben, wenn es 2.000, 3.000 gibt, bitte. Dann sollte das verpassen. Ja, guck, 3.000 Euro, 300, 3.600 Euro, das passt doch. Guck, dann kriegen wir bei der nächsten Tour Sojabohnen auf jeden Fall genügend. Wir haben ja jetzt Feld 100 komplett zum Verkaufen. Ja, das läuft ja. Zack, zack und... Ach, Quatsch, hoch 16 nicht. Wenn dann Mühle Rheinsberg. So, dann kommst du nämlich da oben raus. Du bist hier fleißig, du auch. So, machen wir mal mit dem ein bisschen hier. Müssen wir da ein bisschen vorankommen. Mit 80 Flitzen, das ist schon was anderes. Wir müssen mal gucken. Wir müssen ja eh das Equipment so ein bisschen steigern. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze auf schnelle Traktoren kriegen irgendwie. Kostet natürlich mehr, aber ja, was nützt das, wenn wir hier ständig nur rumkriechen? So, warte schon ganz fleißig. Naja, so viel hat er auch nicht mehr. Das sind jetzt zwei Bahnen, glaube ich, noch. Boah, zwei. Vielleicht lass es nochmal eine halbe darunter sein. Gut, dann haben wir das. Dann können wir auf jeden Fall den nächsten Part düngen. Und ansehen schon. Wir müssen mal überlegen, was wir hier anbauen. Wir hatten ja gedacht, irgendwas mit Gerste oder so. Oder hatten wir jetzt schon was mit Stroh angebaut? Hafer hatten wir, okay, dann waren das die Hopfen. Ja, zur Not bauen wir nochmal Sojabohnen an. Stroh hätten wir. Wir brauchen ja irgendwas, was gut im Rennen ist. Na, Raps ist jetzt auch nicht so der Bringer. Mais ist zwar steigend, aber ja, ist jetzt nicht so, wo man sagen kann. Außer
Mohn ist zurzeit nichts gut. Nur falls bauen wir halt nochmal Mohn an oder Kaffee. Ich weiß es nicht, oder sonst nochmal Sojabohnen. Da haben wir ja jetzt kein schlechtes Ding rausgezogen. Könnte man sich überlegen. Aber ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!